Von Ulaanbaatar flogen wir etwa 650 Kilometer nordwestlich nach Möhren. Von dort fuhren wir um die 130 Kilometer südwestlich in die Provinz Tschorgaland, was etwa 8 Stunden dauerte. Durchgeschüttelt von der Buckelpüstenfahrt errichten wir den Gär unserer ersten Verwandten. Sie heißt Jimet, ist verheiratet und hat 2 lebhafte Knaben. Als erstes teilten wir die Süßigkeiten auf. Wir wollen schon in 2 Tagen weiterreisen zu Jimets Schwester Rinjom. Sie lebt etwa in 40 Kilometer Entfernung bei ihrem zukünftigen Ehemann. Es ist auf dem Land eine Geste der Höflichkeit, jedem Besucher in einem Gär den leicht gesalzenen Milchtee anzubieten und dazu ein paar Bonbons. Die Weiden liegen ein wenig oberhalb des Talgrundes und so wird die Chance genutzt, mit dem Jeep Wasser zu holen. Das Wasser ist in diesem Sommer sehr rar und auch die Qualität ist nicht die beste. Jimets Ehemann muss einen zusätzlichen Geher organisieren. Ein Mongole reitet dazu, er fährt nicht mit dem Wagen. Im Gär drinnen werden Bohrzug vorbereitet. Diese werden im heißen Tierfett gebacken. Das Fett stammt meistens von Fettschwanzschafen. Inzwischen ist der Gär angekommen.
Er wird mit Hilfe aller aufgebaut. Es ist ein Sommergeher. So bekommt nur das Dach eine Lage Filz. Bald brennt auch schon ein Feuer. Die Schafsköpfe sind vom Abbrennen der Haare schwarz geworden. Sie werden lange gekocht, damit man ihr Fleisch auch essen kann. Obwohl es nur 30 bis 40 Kilometer zu Renjin sind, brauchten wir einige Stunden. Sie lebt mit ihrem zukünftigen Mann in einem sogenannten Kotal mit seinen 5 Brüdern und Schwestern zusammen. Ein Kotal ist eine kleine Ansammlung von Gehes, oft aber nicht immer, sind es Verwandte, die so zusammenleben. Wir machten mit Rinchen und ihren Eltern einen Ausflug zum Zaganlo-See. Beim See hatten wir eine Panne am Auto. Die Reparatur dauerte 5 Stunden. Während dieser Zeit begegneten uns nur 2 Autos. Die Fahrer der Autos fragten uns, ob sie uns helfen können. Es ist in diesen weiten und einsamen Landschaften so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz, einander zu helfen. Rund um den See hat es einige Gärhotels und natürlich die Viehzüchter, die schon immer dort leben. Man kann es fast nicht glauben, so eine wunderbare Gegend mit einem großen einsamen See heutzutage noch erleben zu dürfen. Dass Viehzüchter noch umziehen wie früher, konnten wir auch nur noch hier sehen. Alles ohne Hast. Im Gärtnerinnen wird Fleisch für eine spezielle Art der Fleischzubereitung vorbereitet. Da sich das Fleisch am Bauch der Schafe schlecht abziehen lässt, wird es weggebrannt. In der Mongolei, speziell auf dem Land, gibt es eine spezielle Zubereitung von Fleisch. Dazu werden etwa faustgroße Steine im Feuer erhitzt und danach abwechselnd mit Fleisch, meistens Schaffleisch, in eine gut verschließbare Kanne gefüllt. In die Kanne hat man vorher ein wenig Wasser, Wildzwiebeln und ein wenig Salz getan. Das Fleisch schmeckt durch die Steine etwas rauchig. An westlichen Standards gemessen, könnte das Fleisch ein wenig mehr durch sein.
Die Mongolen mögen kein zu stark gekochtes Fleisch. Ihre Zähne sind auch bei älteren Leuten oft noch in einem guten Zustand. Thank you.